Die Nachahmung der dargestellten Videos geschieht auf eigene Gefahr. Ich übernehme keinerlei Haftung für mögliche Defekte. Wer unsichere Bastelfinger hat, sollte sich lieber an eine Fachwerkstatt wenden. Herzlich willkommen in Pettys Garage. Heute machen wir den Leerlauf Drehzahlsteller und meistens immer das Problem, wenn der Wagen dann, wenn er warm ist und oder auch kalt, dass er ungleichmäßig regelt, immer hoch, runter die Drehzahl hält oder sogar im Stand dann sogar ausgeht. Dann ist meistens immer der Leerlauf Drehzahlsteller meistens verdreckt in der Anfangsstadium, aber oder auch kaputt. Ja, muss man dann halt sehen, muss man dann halt einen Test machen. Wir schauen hier mal. Also der Leerlauf Drehzahlsteller, der sitzt hier beim X20XEV Motor und ist eigentlich mit geringem Aufwand schnell dran zu kommen. Dazu machen wir hier den Ansaugdings ab und diese und Schlauch, die Kurbelwellenentlüftung ab und dann gucken wir weiter. Also fangen wir an. So, hier ist das gute Stück. Und das ist eigentlich nur mit zwei Schrauben fest, hier unten und hier oben. Und machen wir den Stecker mal ab. Und der regelt praktisch diese Luft zwischen hier davor und nach der Drosselklappe. Und dann schrauben wir das gute Stück mal ab. Hier unten sollte man halt ein bisschen aufpassen, dass die Schraube nicht irgendwo runterfällt, sonst muss man da wieder alles aufheben und natürlich aufpassen, dass ja auch nichts reinfällt, wenn die Drosselklappe mal reinschaut oder sonstiges. Hier unten ist es ein Imbus. Aha, der scheint zu passen. Was für ein Imbus ist das? Fünfer Imbus, prima. Ein bisschen knifflig, aber das geht. Schraube Nummer 1 und hier Schraube Nummer 2. So. So, ich habe das mal versucht, jetzt hier mal ein bisschen auszuleuchten. Also ist praktisch hier mit ist die Umgehungsstraße praktisch zur Drosselklappe und wird das Standgas hier geregelt. Hier sieht man auch, dass hier so Ablagerungen drin sind. Das kommt von der Kurbelwellenentlüftung und noch gleichzeitig der Rotz vom AGR-Ventil. Das ist schon so gemischt und das wird dann gerne zu. So, ich hatte mal probiert, das Gerät hier sauber zu machen. Habe es dann nochmal ausprobiert. Aber leider ist hier nichts mehr dran zu holen. Also irgendwas, vermutlich die Unterdruckkammer oder was ist kaputt oder sonstiges, was weiß ich. Und hat dann doch nicht funktioniert. Ist zwar ein bisschen besser geworden, aber weg. Schauen wir dann. Ich habe mir dann hier ein neues geholt. Ich glaube, ich habe 30 oder 40 € bezahlt. Das ist jetzt China-Qualität. Bin schon mal gespannt, ob das Ding was taucht. So, hier ist das neue Stück. Also, dann machen wir dann so ein. Da ist dann die Dichtung. Die Dichtung hat hier noch so eine kleine Aussparung. Die lege ich mir ganz gerne nach oben. Da kann ich sehen, ob die Dichtung auch immer korrekt
korrekt sitzt, weil da unten die Schraube kommt mir so beschissen dran. Das ist eben die Stärke, muss ich gerade noch kurz wegmachen. Das ist ein bisschen schwer zu finden, das Loch. Aber das kriegen wir schon hin. Werden so handwarm angezogen, circa so, ich schätze mal so 6 Newtonmeter, 6 bis 8 Newtonmeter maximal. Schön fest. Dadurch, dass man da unten die Schraube nicht so gut sieht, nehme ich immer ganz gerne mal meinen Spiegel. Und kontrolliere, ob die aber auch da unten alles dicht ist mit der Dichtung, ja, das gefällt mir. So, das war der ganze Spaß. Da können wir schon den Stecker hier drauf machen. Ja, der sitzt, jawohl. Das Ding wieder. Jetzt können wir wieder beginnen, den Luftmaßenmesser mit dem Schlauch hier, mit dem Saugrohr und beziehungsweise mit der Druckklappe zu verbinden. Auch die Kurbelwendeentlüftung sollten wir mit anschließen. Also außen her wieder fast und natürlich den elektrischen Anschluss. Das haben wir wieder angeschlossen, das passt alles. Das hier ist auch dran, der Stecker ist auch dran. Prima. So, das können wir jetzt auch wieder zusammenbauen, aber mir ist hier noch was aufgefallen. Hier hat jemand mal zu fest den Luftmassenmesser, das die Schelle festgezogen und jetzt haben wir den Salat. Aber es macht nichts hin, ist noch ein Steg da, das sollte gehen. So, wichtig ist aber auf jeden Fall, dass der hier, dieser Bereich bis zur Drosselklappe und alles, beziehungsweise in dem Motorhalm, luftdicht ist praktisch, dass hier keine Luft von außen oder Falschluft gezogen werden kann. Das kann nämlich dann Fehler auslösen beim Falschluftziehen, dass er hier falsche Werte dann gibt und dann notfalls auch einen erhöhten Spritverbrauch hat oder sogar die Lambda-Sonde nicht richtig regeln kann, weil das Benzin-Luftgemisch nicht stimmt. Also darauf achten, dass der Bereich richtig schön dicht ist, also dass er nicht irgendwie runter geht. So. Und das anziehen. So. Stecke er drauf. Das hier drauf. So, nochmal alle Anschlüsse kontrollieren. Das ist fest, Stecker ist gesteckt, Steller von der ist auch gesteckt. Das passt. So, das war's. Dann werde ich jetzt mal eine Probefahrt machen. Und dann denke ich, dass es das schon gewesen war, dass er jetzt wieder einigermaßen sauber ausregelt im Standgas. Risse habe ich hier auch keine festgestellt. Jupp. Also, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal. Oder schreibt auch mir was in die Kommentare, freue ich mich immer drüber. Und wie ihr seht, war das jetzt kein Hexenwerk, ging auch ratzfatz. Und es sollte innerhalb von einer Viertelstunde spätestens, kann man sowas beheben mit geschickten Fingern. Man sollte da schon ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Und ich wollte es einfach nur mal zeigen, dass man da gleich, wenn man da dran stürzt, ah, das brauche ich nur, zack, zack, weg. Dann passt das alles. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.